Andreas. Ein Maskenball für ihn. Könnte man sagen. Ein bisschen auch der Not geworden. Aber das ist einmal das Zentrale, dass wir dieses Kaffeehaus dir widmen in Dankbarkeit. Und auch wenn es sich schwierig organisieren ließ, dann war das eine große Erstmaligkeit, nämlich vielleicht eine Letztmaligkeit, dass alle Kollegen, alle Lehrarbeiten bereit waren mitzumachen. Also durch die Organisation ist es dann wieder ein bisschen anders geworden, aber das ist im Wesentlichen das und das finde ich sehr schön und ist auch ein Ausdruck des Dankes und der Reverenz an dich. Ich möchte mich auch bezüglich des systemischen Kaffeehauses bei dir bedanken, weil du über alle Jahre dieses Format geschätzt und auch gefördert hast. Mein Hoffnung ist natürlich, dass das weitergeht. Und da bin ich mal ganz sicher. Das ist nicht selbstverständlich, dass eine Direktorin dieses Format fördert, weil es in einer gewissen Hinsicht ein erkenntnistheoretischer Luxus ist. Das systemische Kaffeehaus gehört nicht zur Ausbildung, in dem Sinn, dass Ausbildung vorhersehbare, bestimmte Ergebnisse haben soll. Das systemische Kaffeehaus gehört nicht zur Fortbildung, die sozusagen die Ausbildung ergänzt, durch das, was eventuell vergessen wurde oder neu aufgetaucht, eben weil sie keine bestimmten Ergebnisse hat. Das systemische Kaffeehaus gehört nicht einmal zur Forschung, weil Forschung eine bestimmte Methode verlangt, was hier nicht der Fall ist. Das ist ein Luxus, der der Begegnung von Menschen dient und die Erkenntnisse einzelner ermöglicht. Dafür aller herzlichen Dank und die Hoffnung, dass diese Formate, nein, die Sicherheit, dass diese Formate weitergehen können. Zum Thema, wie die Wutsch schon gesagt hat, das Thema Weglassen und Verzicht passt gut für Lebensübergänge, auch für ihre Unbekanntheit der Zukunft. Es passt gut zur Jahreszeit, zum Advent, der eigentlich eine Fastenzeit ist, und der Übergangszeit, die mit Bangigkeit an sich angefüllt ist. Und es passt natürlich sehr gut in die Corona-Zeit. Corona-Zeit. Darauf möchte ich zu sprechen kommen, weil uns hier Verzicht abgenötigt wird, dessen wir uns bemächtigen müssen, wenn wir damit fertig werden. Ja, Vorbemerkung zum Thema Verzicht. Die Frage, die sich da spontan stellt, steht der Verzicht nicht dem Leben entgegen, das in der Fülle besteht? Da kann man vorweg sagen, nein. Im Gegenteil. Weil Fülle passiert nicht durch Quantität, sondern durch Unterschiedlichkeit. Und die wird durch Verzicht wieder ermöglicht. Ich bin bezüglich Verzicht Partei, das muss ich sagen. Ich glaube, Verzicht ist nötig, das möchte ich als Vorbemerkung sagen. Angesichts eines Planeten, Anthropozän hat es irgendwer genannt, wo 90% alles tierischen und pflanzlichen Wachstums sozusagen vom Menschen kontrolliert werden und wo damit eigentlich die Evolution zum Stillstand gekommen ist, in dem, wie sie sich entwickelt. Ich halte es für gefährlich und ganz altmodisch für sündhaft. Der Mensch hat diesen Planeten tatsächlich sich untertan gemacht. Und so kann das nicht gemeint gewesen sein. Deswegen glaube ich, dass man sich über Verzicht und Weglassen bedanken wird, machen muss. Ich denke, es gibt einen zweiten Grund, der gilt für den Einzelmenschen. Wir sind irgendwie in die Mühlen des Konsums geraten. Da folge ich Hartmut Rosa,
den wir kennen in seinen schönen Büchern über Tempo und Resonanz. Und hier wird immer daran erinnert, dass Wirtschaft im antiken Griechenland nichts anderes hieß wie Haushalt. Mit den Dingen verantwortungsvoll so umgehen, dass sie den Menschen dienen. Jetzt scheint es umgekehrt zu sein. Die Menschen dienen den Dingen und der Wirtschaft. Das ist ja die größte Sorge. Das ist ja interessant jetzt, nicht? Da gibt es zwei alternative Sorgen. Die einen um uns selbst, was immer die anderen sind, unsere bedachten Mitbürger. Und die anderen um die Wirtschaft. Ich habe noch niemand erlebt, der jetzt irgendwie hungrig aussah oder so. Im Gegenteil, muss man sagen. Aber die große Sorge ist, dass wir nicht ausreichend an der Wirtschaft teilnehmen können. Auch hier glaube ich, dass Verzicht angebracht ist. Und letzten Endes heißt es, wir haben als Einzelmenschen das Gefühl und die Sicherheit verloren, Einfluss zu nehmen auf diese Dinge. Und ich glaube, dass Verzicht eine Möglichkeit ist, diesen Einfluss zumindest als Idee und in der Erkundung wieder zurückzugewinnen. Wenn ich mich erinnere, in den frühen 80er Jahren oder noch diesen ersten Ölkrisen noch früher, wenn hier auf der Straße ein Auto war, wo irgendwer das Auto hat stehen lassen und den Motor laufen lassen, dann hätte man sich bemüßigt gefühlt und auch erlaubt, den Besitzer darauf aufmerksam zu machen und zu bitten, den Motor auszuschalten. Heute ist das völlig undenkbar. Weder hätte man das Gefühl, der Mensch würde den Motor ausschalten, sondern eher hätte man das Gefühl, man tritt hier in Privatsphäre ein, was sich überhaupt maximiert hat. Und vor allem hätte man nicht mehr das Gefühl, dass das ein Einfluss ist, der lohnt. Und ich dachte, um das geht's. Es nutzt uns auch nichts, wenn wir Mahnungen und so weiter haben. Es geht darum, dieses Gefühls der Mächtigkeit und die Überzeugung der Mächtigkeit wieder zurückzugewinnen. Und das, glaube ich, dass Verzicht einen guten Teil leisten kann. Ich mag nur eins dazu sagen, auch eine Vorwegbemerkung, die ganz banal ist. Verzicht muss sich lohnen, und zwar spürbar. Wenn sich Verzicht nicht lohnt, dann wird man es nicht machen. Moralisch sein und gut sein ist zu wenig. Dieser Moralismus, der vor allem den anderen zuruft, was sie nicht dürfen und was sie sollten, denke ich, wird nicht reichen und ist eher kontraproduktiv, so wie der Otto Marquardt gesagt hat, und damit schließe ich auch noch an meinem Vortrag vor einem Jahr, gesagt hat, das schlechte Gewissen, das Menschen haben, ist verloren gegangen, zugunsten eines schlechten Gewissens, das sie für die anderen als moralische Mahnung darstellen wollen. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, Verzicht lohnt sich, indem Adam das Hürden hat, indem das Freiheit, Varianz und Faulheit ermöglicht. Wie diese komische Werbung im deutschen Fernsehen für zu Hause bleiben, wo junge Menschen sagen, dann mussten wir Helden sein, wir haben gar nichts getan. Verzicht bringt Unterschiede und Energie zurück. Das war meine Anfangsbemerkung. Und ich mache einen kurzen Überblick jetzt über diesen, ich habe nur Gott sei Dank hier genug Zeit und darf mich wichtig machen. Und jetzt ist mal. Ich möchte das in einige Teile unterteilen. Ich möchte in meinem ersten Schritt eine Untersuchung probieren,
über den Zusammenhang zwischen Menschen, menschlichen Bedürfnissen und Dingen und wie Dinge entstehen. Menschen und über Menschen und Dinge. Weil meistens ist im Zusammenhang mit Verzicht von Dingen die Rede und dann stellen wir fest, wie schwierig das ist. Und hier ist es wichtig, über Zusammenhänge von Menschen und Dingen zu spekulieren und über Folgen. Nicht alle kennen das Marshmallow-Experiment, das über. Ich bin ein bisschen skeptisch bezüglich der Ergebnisse. Weil manchmal ist es vielleicht wirklich besser, das Marshmallow sofort zu essen. Nämlich, weil man keine Zukunft hat. Das ist ein tolles Experiment bezüglich Voraussagen von Mittelschichtkindern. Aber bei Randschichten ist es, glaube ich, besser, das Marshmallow zu essen. Aber das zeigt uns über diesen Zusammenhang, dass man auf Dinge nicht so leicht verzichtet. Und ich kann mich gut erinnern, und die Exerzitien meiner Kindheit im Internat, die das eben so gezeigt haben. Aber letzten Endes werde ich zeigen können, wie ich fürchte, in dieser Untersuchung des Zusammenhangs von Menschen und Dingen, dass das immer mehr mit einem Verlust an Souveränität verbunden ist. Und ich möchte in einem zweiten Punkt die These vertreten und für Sie eintreten. Dass Verzicht Souveränität zumindest im Ansatz wieder zurückgewinnen kann, indem der Verzicht Wahrnehmung, Erkenntnis, Wahlmöglichkeiten, Entscheidung und Neuordnung von Bedürfnissen und Beziehungen ermöglichen und erleichtern kann. Ich möchte auch einen kurzen Blick auf praktische Erkundungen tun. Ich möchte dann über den Lohn, weil ich sagte, Verzicht muss sich lohnen, aber auch über den Preis dieser Unternehmung ein bisschen reden, also Ernst und Schönheit, wie angekündigt, und dann einen ganz winzigen Blick, der mich nicht mehr so zusteht, über eventuelle therapeutische Auswirkungen dieser Thematik reden. Die Methode meiner Untersuchung ist eine altmodische. Sie folgt William James, die Methode der Introspektion. Wenn ich Teilnehmer an allen Dingen bin, dann kann ich nicht gültige, aber plausible Erkenntnisse zur Diskussion stellen für andere Teilnehmer, die ebenfalls in dem Sinn Experten sind. Beobachtung von innen sozusagen. Okay, lasst mich beginnen. Ich behaupte, Menschen in ihren Bedürfnissen und Dingen, die hergestellt werden, beeinflussen sich gegenseitig und sie tun das immer abhängig vom jeweiligen sozialen Kontext, und dafür möchte ich Beispiele bringen, und abhängig vom jeweiligen wirtschaftlichen, ökonomischen Kontext, der sich auf die Herstellung der Dinge bezieht. In Punkt 1 kann man behaupten, Bedürfnisse beeinflussen Dinge. Das ist nicht gar so großartig, diese Behauptung. Aber es lohnt sich, ihrem Einzelnen nachzugehen. Ich kann mich erinnern, 1972, Professor Rehlers an der Universität Salzburg, ein älterer, unwahrscheinlich faszinierender, gescheiter, klantiger Mensch, kann ja erinnern vielleicht, sagte in der Vorlesung, und eines müssen Sie wissen, der Mensch in seiner Bedürfnisbefriedigung ist angelegt auf die Steigerung, ob er will oder nicht. Wenn er zuerst ein Glas Wasser aus einem einfachen Domgefäß zu sich nimmt, wird er am Ende ein Glas Wein im geschliffenen Glas trinken. Der Professor war an diesem Punkt angelangt. Schon gleich. mir ist das irgendwie in Erinnerung geblieben als eine Behauptung, die aber als unausweichlich
machte und habe mich aber dann öfter im Leben daran erinnert, dass diese Unausweichlichkeit so stimmt. Wenn man an Adolf Loos denkt, der immer behauptet hat, oder behauptet, wütend gesagt hat, Ornament ist Verbrechen. Das dient nicht der Bedürfnisbefriedigung und muss weggelassen werden. Und das Erstaunliche ist, diese drastische Formulierung. Weil an sich war das ein hochzivilisierter Mann. Warum formuliert er das so provokant und drastisch? Ich glaube deswegen, weil er gewusst hat, dass er gegen etwas Unausweichliches formuliert. Dinge sozusagen, die wenig Chance haben, müssen deutlich formuliert werden. Das ist so, wie wenn man sich immer fragt, auf jedem Schiff ist früher gestanden, im Fall des Untergangs retten Sie Frauen und Kinder zuerst. Warum steht das so drastisch dort? Weil es nicht automatisch passiert. Wir wissen das eh von der Titanic. Und deswegen sozusagen Dinge an sich sehen sich dem Bedürfnis nach Steigerung des Menschen gegenüber. Das gehört zum menschlichen Dienst, zum menschlichen Grundausstand. Bei Tieren ist das nicht so. Die mag niemand das Servenister. Oder die Steigerung passiert über viele Generationen. Das Zweite, was man hier sagen kann, ist, Dinge sind in ihrer Bedürfnismöglichkeit immer vielfältig. Und sie sind es deswegen, weil in das Ding mehrfach Bedürfnismöglichkeit und Befriedigungsmöglichkeit hineingedeutet werden kann vom Menschen und automatisch hineingedeutet wird. Das wird im späteren und dann werde ich witzige Verzichtsmöglichkeiten auch geben. Etwas, ich sage schon ein Schlagwort bei mir zu Hause, heißt das Hausfrauenreparatur und ist nur scheinbar schöner. Das heißt, Menschen können Dingen immer mehrere Bedeutung geben. Kleider haben nie nur die Bedürfnisbefriedigung des Schutzes oder der Wärme, sondern sie sind immer ein Signal nach außen und nach innen beispielsweise. Dasselbe werden wir von Masken sagen. So ähnlich wie Gunter Schmidt aus Hamburg, also nicht unser aus Heidelberg, sondern der Sexualforscher, uns gesagt hat, Sexualität hat nie nur eine Bedürfnisbefriedigung, nur eine Bedeutung, sondern immer andere auch. Und das macht Sexualität zum Beispiel spannend, aber auch schwierig. Und so geben Menschen auch Dingen immer mehr Bedeutung. Dinge können sozusagen zur neue Bedürfnismöglichkeiten eröffnen, aber an ihre ursprüngliche Bedeutung schon lange erledigt ist. Ich möchte hier ein etwas simples Beispiel der Iris, habe ich sie erzählt, ist ein bisschen peinlich, glaube ich, über Berufskleidung bringen. Aber mir hat das sehr interessiert, weil das ein schönes Beispiel ist über Berufskleidung von Militärs, wenn du dich erinnerst. Weil das ein schönes Beispiel ist, wie Dinge und ihre Bedeutungsmöglichkeit vom sozialen Abhängen und sich ändern und dazu tendieren, zuerst einmal sich zu mehren. Ich finde das einfach irgendwie witzig. Und ich glaube auch, wenn wir über Verzicht reden, dann müssen wir über diese Zusammenhänge reden, weil sonst verzichtet man nicht, weil man nicht weiß, auf was man alles verzichtet. Wenn man anschaut, Berufskleidung von Militärs, und ich vergleiche hier den Ritter in der Zeit um 1300 in etwa, also vor den Schlachten von Crécy, und aus St. Cour, weil da ist mit den Ritter ziemlich bergabgegangen und vor dieser Pestepidemie mit ihren Nachfolgern, den Landsknechten, was wie im 16. Jahrhundert, 1550 oder so.
Und dann kann man sagen, diese Berufskleidung des Ritters, die ihn schützen soll in der Schlacht, besteht wesentlich aus drei Teilen. Man nennt es Rüstung. Was ist zu schützen für den Ritter? Der Kopf, hier der Helm. Das Herz, hier der Harnisch. Und etwas für uns heute ein bisschen genanntes, seine Geschlechtsteile. Warum muss der Ritter die schützen? Weil Genealogie so wichtig ist. Das ist das Wichtigste, worum es in der Schlacht geht, nicht dies. Nachkommen. Und deswegen gibt es hier einen Geschlechtspanzer oder so. Der ist nur praktisch. Aber der Ritter ist Züchter in eigener Sache und deswegen war interessiert, dass er hier gut geschützt ist. Und dann ändert sich der Kontext und ändern sich die Berufe. Komischerweise, diese Dinge gibt es noch, aber sie sind von anderen Bedürfnissen bestimmt. Wenn wir den Landsknecht anschauen, dem es jetzt im Unterschied zum Ritter nicht um seine Zukunft geht, weil er hat keine. Der Landsknecht ist ein Unternehmer in eigener Sache, sehr moderner Beruf, kurzzeitig, er hat keine Herkunft und er hat keine Nachkunft. Aber aus der Kleidung ist was erhalten geblieben, aus dem Helm ist der Federhut geworden, aus dem Harnisch das aufwendige Wams. Und das Interessante, aus dieser schlichten Geschlechtskapsel eine monströse Angeberei, wie wir sie auf Bildern sehen, die keinen Nutzen hat. Weder einen praktischen noch einen genealogischen. Weil hier geht es nicht mehr um Nachkommenschaft. Und trotzdem wird das sozusagen in den Dingen aufbewahrt, um ganz andere Bedürfnisse zu erfüllen. Welche sind die anderen Bedürfnisse? Was ist der Unterschied hier? Ich habe über das lang nachgedacht. Wenn man Bilder anschaut, was hier von der Belagerung von Wien im 16. Jahrhundert, da ist da die türkische Armee, eine Berufsarmee, die hat hocheffiziente Berufskleidung und da sind die Landsknechte, die in einer geckenhaften, arroganten Gewandung in die Schlacht marschieren, wo man sich denkt, warum machen die das? Warum marschieren die im Feiertagsgewand in die Schlacht? Das habe ich lange nicht verstanden und dann habe ich mich erinnert an ein Erlebnis meiner Studentenzeit, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich war als Ferialarbeiter, weil das wusste ich, bei einer Firma, die hat Industrieanstriche gemacht. Die hat also zum Beispiel Leitungsmassen gestrichen. Hochgefährlicher Job, aber man musste nichts gelernt haben dafür, nicht mutig sein. Also ich habe nur den ersten Stuck gestrichen als Student, das war klar. Und hier waren junge Burschen, die waren so wie Landsknechte, sie hatten keine Zukunft. Keine Vergangenheit, was sie hatten, war Gegenwart. Und das Interessante war, dass diese jungen Männer eine arrogante Art gehabt haben, die haben gut verdient. Auch mit einem gefährlichen Job, weil wenn wer runtergefallen ist, war die erste Aktion des Vorarbeiters, dass er dem den Sicherheitsgurt angelegt hat, den er bei der Arbeit natürlich nicht getragen hat, weil er hätte seinen Gurt nie erreicht. Und die haben immer, so wie die Landsknechte, in der Hansa-Panier bei der Arbeit waren die zugange. Und ich habe das nicht verstanden. Und auch in der Erinnerung nicht verstanden. Und dann habe ich mich erinnert, dass einer, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie der Kassel war, der war der Gernot, das war nämlich der sozusagen das Snobistische unter diesen jungen Männern. Die hat immer, und am Abend wurde das jeweils ganz neue Gewand im Wirtshaus ausgeführt. Und er hatte ein Leoparden- oder Tigerjackett.
Das war völlig verrückt. Und nach 3 Wochen hat er dieses Leoparden- und Tigerschalkett beim Massenstreichen anzugehen. Und wir haben gesagt, Alter, spinnst du? So ziehst du das Gewand an. Und er hat noch schon angesagt, es war nicht mehr modern. Was heißt das? 3 Wochen waren für ihn eine lange Zeit. Was hat er damit gesagt? Ich bin auf die Gegenwart angelegt. Und meine Arroganz und mein Snobismus besteht darin, dass ich Leute, die auf längere Zeit angelegt sind, mit dieser Nonchalance kipiere. Das waren auch die Landsknechte. Und deswegen sozusagen ziehen sie ein. Weil sie waren ähnlich wie die Massenstreicher, nicht ausgebildet, an der Gegenwart orientiert, ohne Zukunft. Und dies, denke ich, ist ein Beispiel, wie Bedürfnisse Dinge beeinflussen und wie dieser Einfluss aber auch geschieht unter dem Kontext zuerst einmal sozialer Bedingungen. Ein zweiter Punkt wäre, dass nicht nur Bedürfnisse Dinge beeinflussen, sondern dass Dinge Bedürfnisse beeinflussen. Das ist schon spannender. Das heißt, wann immer ich ein Ding nehme, um ein Bedürfnis zu beeinflussen, dann wirkt das sozusagen auf mich zurück, ob ich will oder nicht. Und das lohnt sich ein bisschen zu untersuchen. Man kann sagen, Dinge haben Struktur in sich, sozusagen ein Art Gedächtnis. Sie wirken über die ursprünglich gedachte Wirkung sozusagen hinaus. Sie wirken fort. Sie wirken auf ihren Anwender zurück. Und sie haben Nebenwirkungen, die wir nicht bedenken. Nicht? Wenn man zum Beispiel an das Auto denkt, ursprünglich hatten wir hier nur ein Transportmittel im Sinn, das Menschen und Dinge transportiert. Wir wissen, dass wir in einer Autowelt leben. Dinge, Autos wirken fort, indem sie die ganze Welt automäßig gestaltet haben. Sie wirken zurück auf ihre Benutzer, indem sie sozusagen eine Kombination, zumindest bei jungen Männern, zwischen Autos und ja mehr Literatur, Lieder etc. Das Auto und sein Benutzer ist sozusagen eine Einheit geworden und sie haben genau diese Nebenwirkungen, zum Beispiel auf die Umwelt, mit denen wir uns so schrecklich auseinandersetzen müssen. Und das geht man ein Stück verallgemeinern. Der von mir so geliebte Marshall McLuhan, Medienphilosoph, und ich habe jetzt nur ein bisschen noch diesen Mal und war wirklich begeistert davon, wieder seit meinem 17. Lebensjahr, liefert dazu ein Stück Theorie. Weil seine Medienidee war, die Botschaft besteht im Medium selbst, nicht im Inhalt, der transportiert wird. Das ist auch eine hochinteressante Aussage nebenbei für Psychotherapeuten. Diese Medientheorie, die er teilt mit dem Philosophen Harold Innes, ist eigentlich eine Spezifizierung einer Werkzeugtheorie. Und diese Werkzeugtheorie besagt nichts anderes, wie dass Werkzeuge und Dinge Erweiterung des menschlichen Körpers sind, die immer auch Wirkungen mittransportieren, und zwar ob man will oder nicht, die andere sind als die Bedürfnisbefriedigung selbst. Und man ist dieser Wirkung ausgeliefert. Das kann man in vielen Beispielen heute sagen. Und wenn man das kombiniert, und das wird mein nächster Punkt sein, mit Wirtschaft und der Eigendynamik dieser Wirtschaft, dann kann man diese Veränderung vor allem durch ihr Tempo bestimmt sehen. Hermann Knoflacher hat das beim Auto am besten beschrieben. Die Autos sind mehr geworden. Die wesentliche Wirkung, so sagt Knoflacher, des Autos besteht darin,
dass das Auto viele, viele Menschen mehr als früher genauso langsam transportiert wie früher, aber mit einem ungeheuren Aufwand. Das sind weiter Wirkungen von Dingen, die in den Dingen drinstecken, die wir sozusagen nicht registrieren und ignorieren. Und diese immer dynamisiertere Form von Weiterwirkung der Dinge an sich können wir, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, an allen Ecken und Enden sozusagen beobachten. Wenn man so will, im Formlosen, das wird uns jetzt alles so gehen, Masken werden hier ein Beispiel. Das ist ganz witzig, wenn man denkt, jeder, der nach Venedig fährt, nimmt eine Maske mit und hängt sie daran auf. Das ist der Schutz vor der Pest, den er hier transportiert. Das war ein Beispiel für das vorige Kapitel, wie sozusagen Bedürfnisse Dinge beeinflussen. Aber auch Dinge beeinflussen Bedürfnisse. Wenn man viel spazieren geht zum Beispiel, wird man sehen, dass die moderne Landwirtschaft und ihre Geräte, die von den Benutzern als unausweichlich und nötig empfunden werden, der moderne Traktor etc., die Struktur der Landschaft und auch die Möglichkeiten der Natur völlig verändert hat. Vor 2 Jahren ist man draufgekommen, es gibt immer weniger Insekten. Da kann ich sagen, das hätte ich euch auch sagen können, dazu brauche ich nicht forschen. Und nur dazu brauche ich auch nicht forschen. Mein Sohn, der Biologe ist, hat mir gezürnt und hat gesagt, Papa, du bist so ein unwissenschaftlicher Toto. Das ist ganz unglaublich, trotzdem glaube ich aber, dass ich recht habe. Warum? Keine Insekten mehr da, wusste ich schon vorher. Wenn man früher mit dem Auto vom Steyr, also mein Fall von Grenzmünster nach Wien gefahren ist, musste man die Windscheibe abwischen, weil so viele Insekten drauf waren. Sie sind verschwunden. Da gibt es keine Erklärung dafür. In meiner und sehr wissenschaftlichen Methode, nicht? Man hat ein Glas mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Landschaft geführt, hat genau die korrekten Kriterien empirischer Untersuchung und kann auch die Insekten zählen. Im Detail gezählt habe ich sie nicht, aber ich weiß aus einer heutigen Menschenschätzung heraus, dass hier eine erstaunliche Reduktion passiert ist. Genauso weiß ich warum. Wenn ich spazieren gehe, dann sind die Wege zugunsten moderner Traktor- und Landwirtschaftung verschwunden. Mit den Wegen sind auch die Weine und Hecken verschwunden, in denen Insekten und Kleingetier lebt. Es sind nicht nur die Wege verschwunden, sondern die Beförderungsmöglichkeiten sind alle auf das Maß eines Großautomobils zurechtgetrennt. Also man braucht nur spazieren gehen und was? Wie Dinge sozusagen auf die Welt wirken, weiterwirken und folgewirken. Und da können wir, also brauche ich jetzt nicht weiterführen, jede Menge Beispiele dazu. Noch einen dritten Punkt dazu. Bedürfnisse beeinflussen Dinge, Dinge beeinflussen Bedürfnisse. Das passiert alles in sozialen und auch wirtschaftlichen Kontext. Wenn man da die Entwicklung der letzten 60 Jahre anschaut, dann werden die Dinge mehr, größer, folgenreicher. Ich habe das ein bisschen in der Einleitung zu diesem Dings versucht zu beschreiben. Und das kann man auch in allen auf allen Ebenen beobachten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie in den 50er Jahren die Einstiegsmodelle der damaligen Autos für die Familien erschienen sind. Ein Buch 500er oder Topolino, wie der in Italien viel schöner heißt, den konnte man sich leisten. Und es hat damals auch nur eine Familie eingepasst.
Weil die Leute waren dünner und kleiner. Tatsächlich, so war das. Heute passt in das Auto, wenn es los kann, wo gesichtet wird, höchstens zwei Leute damals. Ich bin in Italien noch in den 70er Jahren Autostück gefahren, da haben uns Bilder im Buch 500er zwei Leute mitgenommen und meine Frau und ich mit Riesenrücksäcken sind im Fond gesessen. Ähnlich hat der Mini Cooper, eine wunderbare, geile Erfindung der englischen Autoindustrie, der aber sozusagen den konnte man sich leisten, der hat unwahrscheinlich Spaß gemacht, der war gar nicht so schnell, aber er hat ein intensives Gefühl von Geschwindigkeit vermittelt, weil er so nah bei der Straße war. Oder auch der 2CV oder am schönsten der R4. Aber alle diese Autos haben Folgemodelle gehabt. Und es ist wirklich spannend, wenn man ausschaut, den Mini Cooper gibt es noch, ist ein BMW-Auto und ist dermaßen verfettet, dass es unglaublich ist. Genauso wie aus dem Topolino ein SUV geworden ist. Aber dieses Modell gibt es noch. Das ist witzig, weil man jetzt sozusagen aus nostalgischen Gründen ein Riesenauto verkauft. Das sind so interessante Entwicklungen, die wir hier sehen können. Und das sieht man sozusagen überall, wenn man Gesellschaft sieht, dass Bedürfnisse und ihre Befriedigung durch Dinge auch von der Wirtschaft und auch von der Umgebung abhängen. Ich kann mich noch erinnern, wie unsere Kinder klein waren, wurde ein neuer Kinderwagen erfunden, der sogenannte Buggy. Das war eine wirklich geile Erfindung. Weil das etwas war, das konnte man sich wie einen Schirm über den Arm hängen und wenn man es gebraucht hat, hat man sich aufgefällt und war ein Kinderwagen da. Man kann sagen, der Buggy war das Kind der Fußgängerzone. Heute gibt es ganz andere Modelle Kinderbeförderung. Ein schönes Beispiel, wenn ich das richtig verstehe, ist der sogenannte Maxi-Cosi-Diener, das gibt man dann nicht recht, man wurde schon mal diskutiert. Von dem ich glaube, erstens, dass er viel größer ist, aber dass er zweitens einem variablen Transport dient, der vor allem angepasst ist an das Automobil. Und das ist so witzig, hier ist etwas sozusagen dem Fuß gehen und dem Automobil angepasst. Ähnliche Entwicklungen, die uns jetzt betreffen, kann man im Wohnbau sehen. Eine fortschrittliche Entwicklung der 60er Jahre, die sehr von Wirtschaft beeinflusst war und alle diese Dinge, ich hoffe, ich vanisiere euch nicht, sind wichtig im Zusammenhang mit Verzicht, weil wenn man diese Zusammenhänge sozusagen nicht versteht, dann kann man nicht verzichten. Dann ist das immer ein vergebliches moralisches Bemühen, bei dem man sich halt belohnen kann. Man sagt, ich habe es versucht, aber es ist unangenehm. Das Beispiel möchte ich noch sagen. In den 60er Jahren wurden zwei Familienhäuser gebaut, aus praktischen Gründen. Und waren gedacht für zwei Generationen, Eltern und Kinder. Das Interessante war, und haben so ein Pultdach, flaches Pultdach gehabt. Wer in etwa vom Land ist, weiß, was ich meine. Es gibt es heute noch, die waren nicht schön ohne irgendein Parcoursgang, die Kur ganz einfach. Und das Interessante an diesen Häusern ist, dass sie eigentlich sozusagen dem vor ein paar Jahre vorher reichlich entstandenen, also in der Nachkriegszeit reichlich entstandenen Sozialbau entnommen sind. Es sind Wohnungen, da haben die Leute haben Wohnungen gebaut und Häuser gebaut und die Wohnungen waren genauso geschnitten wie im Sozialbau. Und zwar wie wenn man aus dem Sozialbau wie aus einem Käse, ein kleineres Stück Käse herausgeschnitten hätte. Was war die Folge? Die Leute mussten natürlich den kleinen Garten teilen, den Eingang und das Stiegenhaus. Im Sozialbau war das immer eine Frage, ich bin im Sozialbau aufgewachsen mit dem
Wie war's das? Meine Verwandten haben sich geheißelt gehabt. Ich bin hier introspektiver Experte. Im Sozialbau war das Stiegenhaus und seine Gerüche und um und da die Schulterrasen oder daneben ein Thema ständigen Konflikts. Aber es war ein Konflikt zwischen Fremden. Und deswegen war er bewältigbar. Und es war ein Konflikt zwischen vielen. Und deswegen war hier in der Täter-Opfer-Zuschreibung eine angenehme Varianz möglich. Und jetzt plötzlich werden die Beteiligten Verwandte. Und diese Konflikte bilden sie nicht mehr als einfache Nachbarschaftskonflikte, sondern als familiäre Konflikte. Das wäre für mich ein Beispiel, wie sich diese Dinge gegenseitig beeinflussen. Und es scheint mir auch wichtig, auch für Psychotherapeuten, das zu wissen. Ich habe oft und oft Fälle gehabt, wo die Lösung eben nicht in der bloß psychischen Abgrenzung möglich war, sondern in der räumlichen Trennung. In dem Sinn müssen Psychotherapeuten auch Räume, Dinge als Bedürfnis, Befriedigungsmöglichkeiten mitdenken. Eine weitere Tendenz hier ist, dass vieles, was früher öffentlich war, und auch öffentlich notwendig war, privat geworden ist. Ich habe unlängst im Kaffeehaus einen interessanten Satz gesagt. Da war eine Frauenrunde, ältere Damen, die hier, das ist ja das Interessante im Kaffeehaus, ist für mich, ich bin da Voyeur, oder wenn man das akustisch jetzt sagt, Zuhörer, was die Leute so dazu. Und diese älteren Damenrunden haben gesagt, naja, die Wohnungen waren so klein, der Mann hat halt ins Wirtshaus gehen müssen. Das heißt, hier war ein Teil am Wohnbedürfnis an die Öffentlichkeit ausgelagert. Momentan haben wir unter einem ungeheuren Aufwand die gegenteilige Entwicklung. Es wird immer mehr sozusagen hineingenommen, privatisiert, passt da irgendwie ganz gut in diese Corona-Geschichte. Das öffentliche Bad verschwindet immer mehr, braucht nicht, kann und braucht nicht mehr bezahlt werden, weil jeder einen Swimmingpool hat. Das war die einzige Branche, die er im Sommer ordentlich zugelegt hat. Die Sauna, wo man früher zumindest andere alte Leute sehen konnte, geht nicht mehr, wird nach Hause überlegt. Das Wirtshaus verschwindet zugunsten des Partykellers. Bei uns am Land heißt das Heizwand-Challenge. Sehr gefährlich für den Umstieg. In der Postmoderne findet das seine Fortsetzung in dem, dass das Analoge zugunsten des Digitalen immer mehr in den Rückstand gerät. Hartmut Rosa beschreibt es und er beschreibt es im Zusammenhang mit Wirtschaft. Wir sehen, wie Handys Beziehungen verändern. Früher mussten Menschen, also was ich, meine Frau hat mit 17 Jahren ein Jahr in den USA verbracht, ein Austauschjahr. Sie hat gesagt, die Eltern haben geschrieben, habe ich das erste Mal gegen Weihnachten, weil da habe ich viele draufgekommen, ich brauche Geld. Meine Tochter lebt seit vielen, vielen Jahren im Ausland. Die hat mich angerufen, wenn der Bus nicht gekommen ist. Oder so. Insofern ändert das Handy Beziehungen und es ändert Raum und Zeit. Wir wissen genau, da ist ein Mensch, der ist nicht hier, der ist woanders. Deswegen sieht da der Straßenbandit, die ihn dann Gott führt. Ein häufiges Phänomen. Das Navi, das ja nur ein kleiner Teil logistischer digitaler Ordnungssysteme ist, führt dazu, dass unsere gewohnten Perspektiven als Betrachtungsweise verschwinden. Ein Mensch, der durch die Gegend fährt und was sucht und sich am Navi orientiert, nimmt nicht mehr die perspektivische Wahrnehmung ein, die wir gewöhnt sind, wenn wir Landkarten anschauen. Also diese Perspektive der Renaissance. Ich sehe die Welt aus der Vogelflucht. Und von einem bestimmten Standpunkt aus verschwindet mit dem Navi und mit modernen Orientierungssystemen.
Das heißt aber auch, dass die Landschaft damit tatsächlich weg ist, weil sie niemand mehr beansprucht. Gibt es einzelne Leute wie den Tarek Leitner, die sagen dann, die Landschaft ist weg. Und das kann man überall sehen. Als ich noch mehr Rad gefahren bin, habe ich öfter erlebt, dass ich Radfahrer an schönen Herbsttagen getroffen habe und die haben von der Landschaft gar nichts gesehen. Einmal erinnere mich an einen befreundeten Arzt, der war Internist. Das Einzige, was er gesehen hat, war die Nachrichten über seinen Körper, Blutdruck, Hautwiderstand etc., die vor seinem Gerät abzulesen waren. Ich war in Oberösterreich am Buchenstein in der Nähe von der Grünburger Hütte, damit ich nichts sage. Da ist gegenüber ein Berg, der wird abgetragen von einer Firma. Ich könnte die Firma nennen. Und wie da war, waren mit mir da oben auf diesem Buchenstein mindestens 10 andere Leute. Also ich war vielleicht 5 Minuten da. Und die sind in der Zeit vorbeigekommen, im Sportgewand, weil sie gelaufen sind. Und niemand von denen hat diese Beschädigung der Landschaft wahrgenommen. Jeder hat gesagt, das ist doch wirklich gut, ich glaube, ich habe schon wieder einen Rekord oder so etwas. So verschwinden mit modernen sozusagen Navigations- und Ordnungsgeräten verschwinden Landschaften. Damit ich da nicht irgendwas daher erzähle, Werner Betzing, ein Geograf, hat das bezüglich der Alpen und der Landschaft genauestens untersucht. Er hat gesagt, die alpine Landschaft ist verschwunden, es gibt nur mehr Verkehrswege und Industriefunktionszonen. Und das setzt sich sozusagen vor. Die Landschaft wird dann immer mehr ersetzt durch Künstlichkeit, so wie Leute, die auf Kreuzfahrtschiffen durchs Fenster schauen, aber nachdem ihr Fenster nicht auf den Ozean geht, sehen sie einen Film oder sowas vom Ozean. Das wird immer mehr. Seine Hauptfortsetzung findet sich hier im sogenannten Smart Home. Das ist das, wo das Haus weiß, was ich brauche und es mir sagt. So ist das Haus nicht mehr die Behausung des Menschen, sondern der Mensch ist die Fortsetzung seiner Behausung. Das ist wirklich so. Das Haus sagt mir jetzt, musst du aufs Klo gehen. Das ist nur in Japan, aber das kommt bei uns an. Das heißt, insgesamt sehen wir eine Entwicklung, wo sehr viel nach außen verlagert wird. Man kann sagen, das iPhone ist ein Teil der Verlagerung des Gehirns nach außen. So würde das auch Marshall McLuhan gesagt werden. Und zwar aber nach außen heißt nicht nur in dieses Gerät da, ich habe ja kein Smartphone über diese Zukunft, sondern nach außen in die Cloud. Was das ist, weiß ich nicht. Weil gesehen hat ihn noch niemand. Das Zweite ist, dass diese Bedürfnisbefriedigungen immer mehr vernetzt werden. Die hängen voneinander ab. Das heißt, immer mehr abhängig ist. Das Dritte ist, dass der menschliche Körper als solcher immer mehr aus dieser Kommunikation herauskommt. Er wird abgelesen durch Geräte oder so, wenn überhaupt, aber er kommt in seiner spontanen Körperlichkeit, die immer schneller ist als jedes Kalkül, immer weniger vor. Und das ist immer weniger wahrnehmbar und wann es wahrgenommen wird, dann zugunsten abgeleiteter Visualität, die gar nicht wirklich mit dem Augensinn zu tun hat. Wenn man ein Sonogramm eines Babys sieht, ein Ultraschallbild, dann hat man den Eindruck, man sieht das Baby, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit müsste man sagen, ein Herz vielleicht oder so, weiß ich nicht. Schallbild ist oder so. Insofern verschwindet Zeit und Raum, zumindest scheinbar, weil Raum kann nicht wirklich verschwinden, aber wir zahlen die Rechnung durch diese Landschaft. Und das bedeutet insgesamt einen Verlust an Souveränität in zwei Punkten. Auf der einen Seite werden wir immer mehr eingeschränkt in unseren Möglichkeiten, weil wir abhängig sind von diesen Dingen. Und auf der anderen Seite werden wir eingeschränkt in dieser Wahrnehmung, weil diese Zusammenhänge selbstverständlich
werden. Und dermitten das heute für das Gefährlichste überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Und es wachsen Generationen heran, die sozusagen diesen Verlust an Landschaft und Perspektive, der mich noch schmerzt, überhaupt nicht beklagen können, weil sie ihn nicht wahrnehmen. Meine Frage ist jetzt, wie kann diese Souveränität zurückgewonnen werden? Und meine optimistische Behauptung ist, dass Verzicht dazu führt, dass diese Souveränität auch in diesen verwickelten Zusammenhängen ein Stück zurückkommt. In zwei Schritten. Zuerst einmal durch Erkenntnis, und zwar durch, nicht nur durch Irritation. Irritiert ist man schnell, wenn Margit Steiner hat vor 20 Jahren eine schöne Abschlussarbeit hier geschrieben über psychoseähnliche Zustände. Das war am Anfang dieser Entwicklung von jungen Männern und ihre Studenten. Und ihre Idee war, sie haben Raum und Zeit verloren durch diese modernen Medien, und als sie die wieder eingeführt hat, sind diese Irritationen verschwunden. Aber diese Erkenntnis, eine Irritation, ist keine Erkenntnis. Eine spürbare Erkenntnis ist versehen mit Orientierung, mit Hinbeobachtung, wie die Brigitte sagen würde, die hier dazu geliefert werden muss. Das heißt, Verzicht kann dann nützlich sein, wenn er nicht als Not passiert, sondern in der Sicherheit, weil diese Sicherheit erlaubt Theoriebildung, erlaubt Abschätzung etc. Und wenn dies ist, dann wird Wahrnehmung möglich sein, Erkundung und Erforschung sozusagen, dann wird Orientierung möglich sein über die Zusammenhänge, dann wird Wahl und Entscheidung möglich sein, und das ist Verzicht, ist Neuordnung von Bedürfnissen, Beziehungen und Dingen. Und dazu ist der Preis zu zahlen, aber der wird als Preis zahlbar sein. Etwas, was ich zahle, nicht was man mir wegnimmt. Soweit war ich mit meinen Überlegungen, und da war es März, weil wir ja ursprünglich im Juni geplant hatten. Und dann kam Lockdown, und das war wirklich spannend, weil erstens habe ich das da unterbrochen mit der Idee, ich weiß nicht, ob das jemals stattfindet, und zweitens hat es eine wirkliche Dimension angenommen. Weil Lockdown war ein Verzicht, ein Realexperiment, der uns zugemutet wurde, und zwar notwendigerweise. Und so haben meine Überlegungen eine andere Prägung angenommen. Weil ich musste mich mit Lockdown auseinandersetzen und mit der Frage, wie geht es jetzt mit Verzicht wirklich? Und ich wurde in etwa bestätigt. Ich habe da ein bisschen Supervision gehabt, auf Entfernung und so, was ich das halt tue. Und hier war von diesem Lockdown bis heute viel die Rede. Und die entscheidende Frage ist immer, wird dieser Lockdown erlebt als eine Not, als etwas, was mir auferlegt ist, oder kann ich den so gestalten und definieren, dass ich es möchte und dass er eine Chance darstellt? Ich habe von einer Frau, die ist Familienhelferin und ganz neu an der Szene interessante Beispiele gehört in der Supervision, für Leute, die das als eine große Bereicherung empfunden haben. Die hat zum Beispiel erzählt von einem Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, das gesagt hat, das Kind ist super, dass ich jetzt daheim sein kann, weil da haben diese ganze Schule nicht, die so anstrengend ist. Das Kind hat gesagt, Mama, es ist 8, wir müssen jetzt in die Schule sitzen, wir uns da hin, etc. Und hat eine Fülle von Möglichkeiten entfaltet, die haben. Eine andere Familie hat gesagt, das ist klasse, weil jetzt müssen alle so leben wie wir, nämlich sehr sparsam. Andere Menschen haben anderes berichtet. Vor einigen Tagen, das zieht sich ja
Daraufhin war bei mir eine Gruppe von Beraterinnen, die über Überlastung gesprochen haben. Alleine schauen durch die Masken und so weiter. Und wir haben folgende Analyse getroffen. Lockdown zwingt zum Verzicht. Zum Teil stört er sowieso einen Verzicht dar, indem er Verschiedenes nicht mehr tut. Zum anderen nötigt er aber auch Verzicht ab, weil manche Dinge aufwendiger, anstrengender werden und so weiter. Und als wir das analysiert haben, sind wir zu unausweichlich zu der Konzeption eines bewussten Verzichts an Intervention, an Leistung gekommen. So, wenn es so etwas wie die Corona-Situation gibt und wann die anstrengend ist für die Beraterinnen an aller möglicher Ecken und Enden, dann kann man nicht so weitermachen wie immer. Das geht nur für kurze Zeit. Es kann nicht auf Dauer gehen und dann muss man überlegen, worauf verzichtet man. Das heißt, man muss essentieller und wesentlicher werden und wie wir das getan haben, hat sich sozusagen die Situation als sehr nützlich herausgestellt. Und diese Beraterinnen sind zumindest in der Konzeption von einem Narrativ der Opferschaft zu einem Narrativ plausibler Chancenwahrnehmung gekommen. Und das habe ich als sehr ermutigend empfunden. Wir brauchen dieses Experiment des Lockdowns. Unsere Anstrengung könnte sein, Narrative zu finden, wo zumindest eine plausible Balance zwischen der Opfererzählung, das wird mir abgenötigt, und das nehme ich als Chance wahr, passiert. Ich denke, das ist ähnlich wie mit Krankheit. Ich habe das in den letzten Jahren als eine Möglichkeit entdeckt, Krankheit zu verstehen, wo es ein mir aufgelegter Verzicht, wer krank ist, kann nicht arbeiten, kann wenig kommunizieren, muss im Bett liegen, generell. Es reduziert auf das Überleben. Und ich denke, jenseits aller Psychosomatik, die immer spekulativ ist, die immer bedenklich ist, ob man nie weiß, stimmt die oder nicht, hat Krankheit eine einfache, klare, plausible Chance. Wenn ich gezwungen bin, sozusagen auf ein Minimum zu gehen, habe ich eine größere Wahl im Gesundwerden. Was nehme ich wieder an Bord und was nicht? Die Idee, in dem Sinn möglichst schnell gesund zu werden, damit wieder alles so ist wie früher, vernichtet diese Chance natürlich. Und sollte nicht sein. Mich hat das auch ein bisschen erinnert an Simone de Beauvoir, die gesagt hat, Krankheit ist eine Vorschau auf das Alter, wo wir auf dies und dies und dies qua Körper verzichten müssen. In dem Sinn ist es eine Möglichkeit, sozusagen Lockdown, und ich bin ganz sicher, das klingt jetzt sehr dystopisch, aber ich bin mir sicher, dass diese Covid-Krise eine von vielen ist, die uns heimsuchen wird, eine von vielen Plagen eines geschundenen Mannes. Aber wenn diese Dinge gelingen, wenn ich ein Narrativ machen kann vom Lockdown, mache ich zu meinem Verzicht, das wird natürlich nur gehen, wenn Leute in Sicherheit sind, wenn Leute wissen, minimal bin ich hier in dieser Gesellschaft aufgehoben, dann sollten wir aber auch sozusagen diese chancenreichen Erzählungen anreichen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass soziale Berufe in ihren Auftritten speziell das Opfernarrativ bedienen, was notwendig ist, auch wenn er damit sagt, ich werde danach als Rapsiker gebraucht. Aber es wäre auch günstig, hier das Resilienznarrativ zu bedienen. Aus dem heraus kann ich einige Übungen nennen, einige praktische Übungen sozusagen zum Verzicht. Das eine ist, ich glaube,
wir sollten Ideen der Globalisierung, der Vermehrung, der digitalen Nützlichkeit, der Besserung ein bisschen aussitzen. Ich sage nicht, dass das alles nichts ist. Ich glaube, man sollte es als Möglichkeiten sehen, als Ideologie. Ich glaube, man könnte Übungen machen. Ich sage zuerst Übungen des Verzichtens, weil ich glaube, das Verzichten beginnt mit Erforschung. Weil Erforschung Wahrnehmung ermöglicht. Und Wahrnehmung wird mir dann Entscheidung ermöglichen. Ich glaube, man kann variieren mit Raum und Zeit, indem man Räume verknappt, indem man Zeiten vereinfacht und vor allem, indem man Tempo variiert. Eines meiner schönsten Entdeckungen im Öderwerden war, dass ich nicht mehr so schnell und so deppert durch die Gegend rennen kann. Am Anfang habe ich mir gedacht, Scheiße, hier merkst du es, dass du es nicht mehr kannst. Und dann habe ich mir gedacht, sei nicht zu wehleidig, schau, was passiert. Und das war interessant. Wenn man nicht mehr laufen kann, sondern gehen muss, nimmt man von mir viel mehr wahr. Notwendigerweise. Und wenn man dann denkt, ich gehe langsam, nimmt man nur einmal mehr wahr. Weil man ja nicht schlafen muss. Und in dem Moment ist mir klar geworden, es gibt überhaupt keinen Berg, der mir entgegenstehen kann, außer Mount Everest vielleicht, möglicherweise. Weil wenn ich das richtige Tempo wähle, gut, ich komme halt dann nicht drüber in diesem Leben, aber wenn ich das richtige Tempo wähle, kann ich überall, und je langsamer ich gehe, desto größer ist die Möglichkeit. Das sind so Übungen. Eine andere Übung, die ich manchmal auch schon gemacht habe im Seminar, ist, mach einen Kreis, alles, was du besitzt. Mach einen zweiten. Was davon benutzt du? Sehr interessante Gegend. Weil das, was ich besitze und das, was ich nicht benutze, das ist mühsam. Nicht? Das muss ich ja verwalten. Und von dem, was du benutzt, was brauchst du wirklich? Das tut auch irgendwo weh, weil wir wollen uns ja von keiner Möglichkeit verabschieden. Wir sind ja in einer vernünftigen Gesellschaft werden wir alle Messis. In einer vernünftigen Gesellschaft, oder? Wenn da irgendwer in Afrika ist und zu uns herkommt, der hält uns für verrückt, für Messis. Brauchen die alle. Eine andere Übung ist, befreunde dich mit der Dystopie und überleg, was ist das Minimum? Was muss immer sein? Weglassen als Erkundung, auch abschalten von digitalen Dingen, nicht auf Dauer, aber probeweise. Hier erscheint der Körper dann wieder und andere Menschen auch. Etwas, was meine Frau entwickelt hat und was wir bei uns zu Hause als Hausfrauenreparatur benennen, finde ich interessant. Das heißt, ein Ding einfach nicht wegzuschmeißen. Und andere Dinge damit. Ich habe ein Buch gelesen über Reparatur. Das war ein engagiertes Buch eines Mannes, der war Techniker. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Buch ist ein tolles Buch, aber nicht für mich. Weil das hat schon mal darin bestanden, dass man technisch, dass man ein kleines Technikstudium machen muss. Das war ja noch gar nicht mein Fall. Aber dass man jede Gebrauchsanweisung wirklich lesen muss. So viel lesen kann man gar nicht, weil Gebrauchsanweisungen sind immer 200 Seiten lang. Und dann bin ich drauf gekommen, dass neben mir meine Frau die Hausfrauenreparatur erfunden hat. Wir meinen das nicht abwertend, sondern bewundert. Die Hausfrauenreparatur besteht zum Beispiel, bei uns war schlechter Wasserdruck und da war klar, irgendwann einmal muss hier baulich verändert und sehr schwierig und braucht eine Zeit und geht jetzt nicht. Und eines Tages kam ich nach Hause und meine Gattin sagt, du, ich habe das repariert. Und ich sage, wieso, ich habe gar keine Pausch, das wird ja viel einfacher. Wie hast du das gemacht? Ich habe ganz einfach einen kleinen Duschkopf gekauft. Das war alles. Und das war Reparatur. Oder, was weiß ich, eine Kuchengabel eignet sich hervorragend als Verbindungsstück für manche Dinge. Oder gerade habe ich aus einem Bratspieß eine Antenne für mein Radio gebastelt. Das ist sozusagen mein Niveau. Das beruht natürlich darauf, dass Dinge verschiedene Bedeutung durch Menschen bekommen können.
Dritter Punkt, das Ergebnis dieser Erforschung. Verzicht erlaubt, wenn er glückt und in Sicherheit gemacht wird. Zuerst einmal ist Erkundung erlaubt spürbare und verstehbare Wahrnehmung und damit Orientierung und Neuwahl. Und kann damit zum Handeln kommen, indem man neue Entscheidungen trifft, die dann auch, das muss man kurz sagen, ihren Preis haben. Aber damit wird möglich, dass man Dinge und Beziehungen neu ordnet. Und Neuordnung, Verzicht heißt immer Neuordnung. Man kann nicht einfach was weglassen, sondern man muss im Zusammenhang neu ordnen. Und das muss vorher erkundet werden. Und man ordnet nicht, in dem Sinn ist Verzicht nicht nichts, sondern ist die Neuordnung von Bedürfnissen, von Beziehungen, von Dingen. In dem Sinn kann man sagen, Verzicht, das war mein Ergebnis, Verzicht lohnt. Zuerst einmal ganz direkt. Weil wenn ich was nicht tue, und das ist die erste und einfachste Wirkung, dann erspart es Ressourcen und Energie. Nicht auf Urlaub fahren, erspart Geld, Reifen, Ärger etc. Das ist die erste Wirkung und deswegen ist Verzicht vor allem, muss ich dem Herrn Hanschober sagen, der hat einmal Bürgerrecht gehabt und wird das Geld wieder kriegen für mich. Verzicht ist die erste Maßnahme der Bürgerrecht, das geht nicht anders, so wie Krankheit ein Verzicht ist. Die zweite Lohn besteht darin, dass Unterschiede zurückkehren. Ich kann mich gut erinnern, und damit die Fülle des Lebens. Wir sind einmal in die Ferien gefahren und ich habe damals, wir haben nie ein großes Auto gehabt, aber das war nur relativ klein. Und wir sind da gefahren und ich habe mir auf einer Landstraße ein aufregendes Duell mit einem Traktor geliefert. Es war wirklich spannend. Und als das beendet war, es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, habe ich zu meiner Frau gesagt, eins sage ich dir gleich. Ein neues Auto muss her, und zwar ein kleines. Weil mit einem großen Auto sind sozusagen diese Erlebnisse beschränkt. Ne? Porsche voran unter sich und außerdem immer über 200, was man nicht vorstellt. Das ist jetzt ein bisschen ein kurioses Beispiel. Aber ich glaube, dass Maximierung immer Unterschiede reduziert, während Minimierung die Wahrnehmung von Unterschieden wieder ermöglicht und damit die Fülle des Lebens. Damit wird auch Entscheidung möglich, zumindest das Thema. Und wird damit auch wieder Ermächtigung möglich. Verzicht macht uns wieder handlungsfähig. Das heißt letzten Endes, der Körper und unsere Sinne kriegen wieder Bedeutung. Und wenn wir in einer Welt leben, ich weiß schon, dass ich hier ganz altmodisch bin und so und diese Sachen nicht mehr kann, weiß ich schon. Ihr denkt euch jetzt dasselbe, wie meine Kinder dann immer sagen, Papa, bitte. Nicht du oder so. Wenn wir in einer digitalen Welt leben, die sich immer mehr digitalisiert, dann muss Verzicht natürlich heißen, nicht verzichte auf die Hustenzucker oder auf die Torten oder diese Postenvorsätze oder so. Verzicht muss dann heißen, konsequenterweise verzichte zumindest oder erkunde die Möglichkeit des Verzichtes an der digitalen Möglichkeit. Alles andere wäre schlicht und einfach blöd. So. Das heißt aber, der Körper kehrt zurück, damit alle Sinne, damit Raum und Zeit, Langsamkeit kostet nicht Zeit, verschafft sie. Raum kann wieder so etwas wie ein Ort werden. Wir haben Orte tatsächlich verloren. Wir haben nur mehr sozusagen Verrichtungsgelegenheiten. Wenn ich verzichte,
wenn ich mich wieder etwas meines Körpers orientiere, wenn ich wieder langsam bin, wenn ich nicht mehr langsam bin, sondern rhythmisch, wenn ich an das Bankerl morgen wieder hingehe, dann kriege ich Urte und ihre Eigenheit. Insofern bedeutet Verzicht Freiheit und es ermöglicht das, was Leopold Bohr, den kennt wahrscheinlich niemand mehr, von dem stammt letzten Endes das dem Ökologen Schumacher zugeschriebene Wort Small is beautiful. Der Traum von Leopold Bohr, von dem ich jetzt nichts mehr dazu kann, was ich jetzt erzählen möchte, war, das menschliche Maß wieder einzuführen. Von einem Dichter geben, Leopold Kur war dann in der Nähe von Salzburg, und es hat einen Dichter gegeben, der sich auch dort aufgehört hat, in diesem Raum der Zwischenkriegszeit, Eugen Gottlob Winkler. Der hat eine wunderschöne Stelle in seinem Werk. Er steht vor dem antiken Tempel von Segesta in Sizilien und sagt, wie mag es diesen Menschen gegangen sein, der anfing, diesen Tempel zu schaffen. Und er hat gesagt, ich weiß es. Er zählte nicht, er maß, und zwar mit seinem Körper, mit der Spanne seiner Hände oder seiner Füße, legte er die Grundlage für dieses Bauwerk. Dieses Menschenmaß kehrt wieder zurück. Der Leopold Kur hat auch so die Idee gehabt, Orte sollten so oder so groß sein, das lässt sich an die Menschen irgendwie abschätzen und so weit auseinander, dass man sie dann da zu Fuß erreichen kann. Aber das alles hat natürlich seinen Preis. Der Preis heißt Wachheit, neue Erkenntnisse und das Ende dieser Trance, in der wir uns üblicherweise meistens befinden, dieser Unbewusstheit, dieses, wo wir angeschlossen sind an diese Welt. Und diese Trance zu beenden, ist nicht lustig, sie ist schmerzhaft. Deswegen braucht dieser Verzicht auch sozusagen eine würdige Idee dieser Trance-Beendigung und auch eine Kommunikation darüber. Insgesamt kann man hier sagen, wir werden Entbehrung und Verzicht sowieso erfahren. Die Frage ist, können wir das für uns in Anspruch nehmen und werden wir es erleiden? Ich glaube, das bezieht sich auf den Planeten, in meinem Fall, aber auch auf das, dass man öder wird und so weiter. Und ich habe mir gedacht, eigentlich diese Fabel vom Fuchs und dem Trauben, die wir immer als eine Erzählung sozusagen der Ohnmacht empfinden, ist gar nicht so. Nein, der Fuchs sagt, ich möchte keine Trauben, weil er weiß, er kann sie sowieso nicht erwischen. Das kann auch eine Erzählung der Ermächtigung sein, eines sozusagen klugen Verzichtes. Verzichte sozusagen auf das, was dir nicht zugänglich ist und verzichte rechtzeitig oder befasse dich damit auf das, was dir die Entwicklung sowieso wegnehmen will. Wie vor einem Jahr möchte ich hier sagen, Dystopie ist unser Freund, wenn wir sie richtig verstehen. Es steht uns viel Verzicht bevor, wenn wir ihn in die Hand nehmen und damit auch vielleicht viel Energie gewinnen. Lass mir zum Schluss, ich habe noch 10 Minuten, ist das richtig? Ich hoffe, ich spannisiere nicht allzu sehr. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Bemerkungen machen über kann das hier, was ich gesagt habe, Verzicht lohnt und Verzicht hat seinen Preis, auf die Therapie angewendet werden. Das sollte hier ein bisschen sein. Ich habe da nicht mehr gar so viel zu sagen, aber ich kann aus der Erfahrung untersuchen. Also ich kann mich halt wichtig machen, weil ich einfach da stehe. Und ich glaube, hier muss man zwei Momente nehmen. Das eine ist, Verzicht als inhaltliches Thema von Therapie. Und das andere ist Verzicht oder Entbehrung als Thema für die Therapie selbst, also inhaltlich oder formal. Das
Zum Ersten, und das ist hochaktuell im Moment, Menschen erleben Entbehrung, erleben Verzicht infolge, so wie ich das Beispiel zuerst gesagt habe, mit die Beraterinnen. Erleben diese Situation real und brauchen unsere Hilfe. Und unser Ziel kann hier sein, eine Balance zwischen der Opfererzählung und auch dem muss sein, das passiert mir. Und diese Opfererzählung braucht in erster Linie sowas wie die Ermöglichung und die Würdigung von Klage. Aber unser Ziel könnte auch sein, gegenüber dieser Opfererzählung eine zumindest mögliche Mächtigkeitserzählung, Chancenerzählung zu ermöglichen. Wir sollten uns hier nicht dieser, ich muss das sagen, ich bin der Partei, mir ist ein bisschen viel Opfernarrativ sozusagen. Wir sollten auch diese Möglichkeit, Verzicht die Chance, Verzicht Plausibilität und Verzicht kann auch dein Verzicht werden, den du leistest aus eigenem oder auch aus Verantwortung für die anderen. Da ist auch ein bisschen komisch dieser Terminus, ich setze auf die Eigenverantwortung, den Politiker sagen. Er ist missverständlich. Es geht nicht um die Eigenverantwortung, es geht auch um die Verantwortung für die anderen. Es geht um solidare Verantwortung. Aber das, glaube ich, ist eine wesentliche und wichtige Möglichkeit innerhalb der Therapie. Vor einigen Jahren hat der Siegfried Essen, und ihr erinnert euch vielleicht besser wie ich, war da nicht so eingelesen, darauf aufmerksam gemacht, dass für Opfer von Gewalt, von Traumen, die Möglichkeit der Vergebung, um die sie irgendwie ringen können oder sich bemühen, eine Möglichkeit der Ermächtigung darstellt. Ich habe dann nicht mehr recht viel davon gehört. Ich glaube, viele Leute haben das nicht so gutiert. Ich würde hier anschließen. Ich glaube, wenn wir damit rechnen müssen, dass Menschen passiv Entbehrung erleben, dann ist die Frage, ob wir hier den Verzicht als Gegenleistung, vielleicht auch den prophylaktischen in Gegensetzung können, eine wichtige therapeutische Frage. Das zweite war die Therapie selbst. Nichts garantiert uns, dass auch wir als Beruf von Entbehrung betroffen sind. Und wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue oder die letzten 40, weil ich bin gerade 40 Jahre in dem Beruf, dann ist Professionalisierung, Vernetzung, Vermehrung, Verbesserung immer besser und immer mehr. Möglicherweise ist es jetzt an der Zeit, das nicht als eine absolute Notwendigkeit anzuschauen, die APU, die immer weitergehen muss, sondern möglicherweise ist, wenn die Zukunft uns beschränkt, und das kann ja auch sein, nicht? Wir gehen momentan sehr täglich das Geld unserer Enkelkinder aus. Vielleicht sagen die schon früher, danke, jetzt gibt es weniger Geld. Und vielleicht wird auch für uns als Beruf, die sich die Frage stellen, was können wir weglassen? Wie führt die Autonomie von Klienten dazu, dass die zunehmende Autonomie, dass Dinge einfacher, besser und preiswerter werden. Das Kurioseste, was ich erlebt habe, war dann von mir jetzt schon verstorben, kam ins Altersheim hochbetagt. Zwei Wochen vorher hat sie noch gekocht. Dann ging das nicht mehr. Und das Altersheim hat sie dasselbe gemacht unter Anleitung. Unter dem Titel Ermächtigung oder so, da hat sie Gemüse geschnitten. Es hat einen großen Unterschied gegeben zwischen dem Gemüse vor zwei Wochen und zwischen dem dann. Das Gemüse vor zwei Wochen wurde gegessen.
das Gemüse nach die zwei Wochen nicht, weil gegessen wurde dort aus der Großküche. Und da stellt sich die Frage, ob man nicht Trainings im, sozusagen reduziert zugunsten von tatsächlich nützlichen Dingen. Wenn die Zukunft kürzer wird, dann muss ich mehr Gegenwart einbringen. Und ich glaube, es könnte sein, dass wir uns solche Gedanken machen müssen, auch als Psychotherapeuten. Was können wir weglassen? Und wir werden eh nicht mehr so. Aber bei der Entscheidung stehen, begreifen wir diese Chance oder als Gemeinheit, werden wir in den Chor der Jammeranten einstimmen, wobei ich fürchte, das nutzt nichts, weil damit wird man sich nicht am Markt unterscheiden können. Vielleicht gibt es hier andere Alleinstellungsmerkmale, die in Eleganz, Knappheit und im Verzichten bestehen. Und da mag ich daran erinnern, und das ist mein Schlusswort, dass wir hier eine schöne Tradition haben als Systemiker, zu der wir jederzeit zurückkehren können. Kurt Ludewig, Respekt, Effizienz und Ästhetik. Und was kann Ästhetik anders heißen wie das Unnötige lasse weg? Das Unnötige im Kontext. Ist es ein Kontext der Not? Wäre was anderes wie im Kontext des Reichtums. Ja, das euch allen gesagt, das dir gewidmet. Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Ich weiß eins, das weiß ich von mir selber, dass der Gang in der Pension, oder bist du eben nicht wirklich, aber ein Gang ins Unbekannte, ein Übergang ins Unbekannte, ins Neue ist. Und dass es da Zeiten gibt, wo man mit leichtem inneren Gepäck, was man tun muss, was man soll, was man braucht, ohne dieses Gepäck leicht bereist. Und in diesem Sinn Ihnen noch einmal alles Gute. Danke. Und danke für alles, was du hier für mich, für uns und vor allem auch für das systemische Kaffeehaus getan hast. Ja, damit wäre ich zu einem Ende gekommen. Ich hoffe, euch und wen immer, weiß ich ja nicht allzu sehr fantasiert zu haben. Wir machen jetzt eine Pause von einer guten Viertelstunde und die Evelyn wird ihren Brillantenvortrag wie immer um 10.45 Uhr. Okay?